Wir sind hier in Guadalupe, in der Sakristei des großen Klosters, was im 14. Jahrhundert gegründet wurde und bis im 17. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielte und heute praktisch vergessen. Hier, das ist das ganz Besondere an diesem Ort, es ist der einzige Zyklus, der zusammengeblieben ist. Wir können eigentlich von einem Zurbaran-Museum hier sprechen und das ist das Schöne und vielleicht auch das Schwierige, wenn man eine Zurbaran-Ausstellung organisiert. Man wird nie den ganzen Zurbaran zeigen können. Ich glaube, wer sich für Zurbaran interessiert, der muss hierher kommen. Wir waren selber natürlich beim ersten Besuch hier in Versuchung zu fragen, ob man Bilder von hier ausleihen kann. Aber wenn man einmal hier ist, vergisst man das sofort. Das darf einfach nicht sein. Wer sich mit diesem Maler beschäftigen will, glaube ich, der muss hierher kommen. Was ganz toll ist, ist diese Einarbeitung in dieses riesige Dekorationssystem. Also wir haben nicht eine Totaldekoration, sondern es sind Bilder, die in einen dekorierten Raum gehängt werden. Und was mich ganz besonders auch interessiert, ist der Umgang mit der Lichtregie, also die Platzierung der Bilder, die, auf denen wirklich eine Erscheinung passiert, wo wir auch diese für Zurbaran typischen Erscheinungsdarstellungen haben, im hellen, diesem gelblichen Licht haben, die sind vis-à-vis der Fenster platziert. Also es gibt hier eine Totalinstallation.